Das ist Manuel. Manuel hat gerade seine dreijährige KV-Lehre abgeschlossen. Er will sich mit seinen Ersparnissen der Lehrzeit sein Traumauto, den VW Golf, kaufen. Jedoch ist sein Vermögen zu klein. Er erinnert sich, dass er in seiner Lehre das Leasingverfahren kennengelernt hat und denkt nun, es sei billiger, das Auto zu leasen, als es zu kaufen. Er äußert seine Idee gegenüber seinem Vater. Der Vater ist gar nicht begeistert und will Manuel zuerst alle Leasingkosten aufzeigen, die für ihn anfallen werden. Manuel fragt sich, welche Kosten können für mich anfallen bei einem Leasingverfahren? Der Vater erklärt ihm, der VW Golf kostet 7.900 Franken. Das gibt eine Leasingrate über 2 Jahre von 200 Franken. Dazu kommt noch 30 Franken für die Autosteuer und die Betriebskosten, also die Vollkaskoversicherung und Haftpflichtversicherung, kostet 150 Franken im Monat. Der Vater erklärt ihm ebenfalls, dass bei einem Leasingvertrag der Leasingnehmer die meisten Kosten zu übernehmen hat. Unter anderem die Benzinkosten, die ca. 50 Franken im Monat betragen, und auch alle Kosten für den Unterhalt wie Parkplatz, Reparaturen, Reifen und Reinigung. Insgesamt fallen für das Leasing 500 Franken im Monat an. 48 Monate mal die 500 Franken ergibt ein Total von 24.000 Franken. Doch der eigentliche VW Golf ist doch nur 7.900. Der Vater erläutert Manuel, dass er die Kreditfähigkeitsprüfung nie bestehen würde, da er momentan keine neue Arbeitsstelle hat und die Ersparnisse nicht ausreichen. Manuel ist sich nun bewusst, dass ein Leasingvertrag ihn in die Schuldenfalle stürzen würde. Er hat sich nun dazu entschlossen, noch einige Jahre zu arbeiten und zu sparen, damit er sich nachher seinen VW Golf kaufen und nicht leasen wird.